Und jetzt spielt Portugal gegen die Niederlande. Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit mir befindet sich Hansi Küpper in der Kommentatorenbox. Es wird ein großes Spiel, es wird ein großer Fußballtag. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Hören wir uns jetzt die Nationalhymnen an. Nun, Hansi, was kannst du uns zur heutigen Begegnung sagen? Ich glaube, dass beide Mannschaften taktisch und auch körperlich richtig gut drauf sind. Was sie am Ende vielleicht brauchen, das ist das Quäntchen Glück. Es ist wirklich beeindruckend. Die Fans sind jetzt schon nicht mehr zu halten und es sieht nicht so aus, als würde sich das in den kommenden 90 Minuten ändern. Das Spiel hat begonnen. Van der Vaart. Van Persie. Sneijder. Van der Wiel. Und der Ball ist draußen. Und schon wieder ein Wurf. Cristiano Ronaldo. Eiskalt verwandelt. Das erste Tor macht Portugal. Na, das nenne ich doch mal einen Start. Tolles Tor, genau in den Winkel, vorbei an den Fingerspitzen des Torhüters. Er kommt nicht durch. Sehr ordentliche Abwehr, aber es geht weiter. Ecke. Huntelaar. Die Gefahrensituation erstmal bereinigt. Nani. De Jong. Möglichkeit von außen. Der passt ihn rein. Unglaublich wichtige Abwehr. Und Flanke. Flanke kommt nicht durch. Es gibt Einwurf. Sie haben im Grunde alle Möglichkeiten. Weiter mal nach vorne. Sie brauchen mehr Geduld. Die Bälle gehen so, wie Sie sie spielen, viel zu schnell verloren. Das musste der Unparteiische einfach abpfeifen. Sie liegen zurück und jetzt hat der Schiedsrichter Ihnen die Standardsituation zugesprochen. Die Chance, hier den Ausgleich zu machen. Toller Schuss. Es gibt Ecke. Mal sehen, ob Sie diese Chance nutzen können.
spielt den Ball hoch rein. Die niederländische Nationalmannschaft kann sich sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen auf ihre Fans verlassen ansehen. Die genießen weltweit einen guten Ruf und sind bekannt für ihre Freundlichkeit und ihren Enthusiasmus. Und die Rollschuhe. Immer wieder beeindruckend, wenn alles in Orange getaucht ist. Ein Stadion voller leidenschaftlicher holländischer Fans mit ihren berühmten T-Shirts in Knallorange. Das ist immer wieder ein beeindruckender Eindruck. Vor damit. Und das ist das Ende der ersten 45 Minuten. Das war stellenweise Fußball wie aus dem Lehrbuch. Hoffentlich spielen sie in der zweiten Halbzeit genauso. Alle, die gerade erst eingeschaltet haben, muss ich leider sagen, sie haben eine tolle erste Hälfte verpasst. Aber ich wünsche mir für sie, dass die zweiten 45 Minuten genauso werden. Portugal gegen die Niederlande. Er ist kaum vom Ball zu trennen. Robben! Miguel Veloso. João Moutinho. Cristiano Ronaldo. Die Flanke geht in die Mitte. Ball vors Tor. Er versucht mit der Flanke, aber kein Vorbeikommen an Gegenspieler. Nani. Der geht nicht mal in Richtung des Tores. Das ist ganz bitter. Diese Chance wunderschön herausgearbeitet und die haben sie großartig. Halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Van der Vaart. Sneijder. De Jong. Gute Balleroberung. Nani. João Moutinho. Sie versuchen es über die Flanke. Der Ball fliegt in die Mitte. Gut abgewehrt, diese Flanke. Jan Huntelaar, Sneijder, Jan Huntelaar, Nani. Da sieht die Abwehr nicht gut aus bei diesem Ding hier. Kein guter Ball. Er hätte den Treffer in dieser Situation verdient gehabt. Es war ein schöner Versuch, das Ergebnis hätte beinahe gestimmt. Es hat nicht viel gefehlt. Noch 15 Minuten zu gehen. Immer noch in der Vorwärtsbewegung. Sneijder! Sehr gut geklärt von Dora. Riesenparade. Der Ball war eigentlich schon drin und wie er den noch rausgekratzt hat, das war ganz großes Kino. Ole Relic. Elda Postiga. Nani. Angriff über die Außen. Weiter Druck und bekommen Eckball. Klasse, wie er sich durchsetzt. Unterschied im Moment, jetzt da noch 5 Minuten zu spielen sind. Robben. Jetzt muss er spielen. Sneijder! In dieser Ecke haben sie eine gute Torchance.
will hier den Ausgleich. Unfassbar, der hätte drin sein müssen. Das könnte es gewesen sein. Die Chance war da, aber sie wird. Das war's. Der Schlusspfiff ertönt. Es war eine ausgeglichene Partie. Nur einmal konnte der Keeper überwunden werden. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Müsste sie aufs zweite Spiel, müsste energischer aufs zweite Spiel. Letztlich ist es Makulatur. Am Ende zählen die drei Punkte. Sie haben vielleicht nicht schön gespielt, aber sie haben trotzdem verdient gewonnen.